Ja, wir haben Blaustich, das stimmt, muss ich bestätigen. Und dann blick mal über den Hitler, der da geköpft wurde. Also ich finde das nicht gut. Also jetzt nicht, weil es Hitler war, sondern weil da ja 4 Monate Arbeit in der... Das ist richtig, ja. Ja, wir sind heute etwas blau. Wir entschuldigen unsere Blauheit hier. Wir beschuldigen den Wodka. Schön, Eddie. Ah, hallo. Ich grüße euch. Wer ist da bitte? Eddie. Eddies, wir sind etwas blau, ne? Ja, jetzt, ich bin sowieso ein bisschen enttäuscht. Ich muss sagen, jetzt lässt der Herrn schon nach bei euch. Wieso denn, Eddie? Was ist denn los? Ich weiß nicht, ich finde der Kern und der Sinn der Sendung ist irgendwie ein bisschen... geht ein bisschen nach hinten. Erzähl mal, nur weil wir von euch einen geringen Anspruch erwarten? Also, tust du, als wenn du dir Mühe gibst, quatscht ja 10 Minuten irgendeinen Stoß, also mal echt. Wie redest du denn, ich erzähle, Eddie? Warte, lass ihn noch mal ganz kurz. Eddie, ich gebe meine Meinung kund, okay? Ich erzähle, was mich bewegt hat in der letzten Woche. Die Chance geben wir auch dir, wenn dich wirklich was bewegt hat. Ansonsten geben wir dadurch Ansporn, euch den Ansporn, irgendwie sich zu den Themen zu äußern. Gefällt es dir nicht, schalt um. Kein Problem. Ich finde das ja alles wunderbar, aber heute kommt ihr mir ein bisschen altklug vor. Tut mir leid. Okay, kein Problem. Sag mal, worüber möchtest du reden? Ich möchte jetzt ja nicht mehr reden. Tschüss, Eddie. Mach's gut. Ciao, Eddie. Ist okay, Kritik, wir können auch Kritik. Ist vollkommen gut. Ja, zum Beispiel, dass wir blau sind. Ja, hör bloß auf. Ja, bitte. Sag mal, geh mal auf Spanien, oder? Bitte? Die Sendung hat heute den Untertitel Spanien TV. Ja, Themen ist auch frei, ihr könnt euch auch Themen an. Ihr könnt hier anrufen, wenn ihr Probleme habt. Wir helfen euch auf jeden Fall. Aber wir haben heute Spanien TV aus zwei Gründen, wie mir die Regie gesagt hat. Zum einen, weil Spanien Europameister geworden ist. Wir gratulieren. Hallo? Wir hätten gerne Deutschland im Finale gesehen. Und zum anderen hat man mir gesagt, ich habe eine Überraschung oder so. Wir hätten Deutschland im Finale gesehen? Nein, ich sage, besser, lieber hätten wir Deutschland im als Finalsieger gesehen. Ja. Aber man hat mir in der Regie gesagt, es gibt zwei Gründe für Spanien TV. Erstmal das und zweitens irgendwie eine Überraschung für mich. Eine Überraschung für dich? Ja, wegen Spanien TV irgendwas. Was für eine Überraschung? Ich weiß nicht, so eine Überraschung. Okay. Ja? Nein. Um was geht's denn? Ja, aber das machen wir doch viel später, das ist jetzt doch früh am Anfang der Sendung. Erzähl mal, was bewegt dich? Ja, ich wollte sagen, das ist ein Penisland. Bitte? Ja, ist deine Meinung? Wunderbar. Was hat er gesagt? Ist unwichtig. Guck's doch rüber. Ja, bitte. Du bist dran. Ja, du bist drin, live. Ja, ich bin dran, ja, okay. Hey, wieso bin ich die ganze Zeit nicht rangekommen? Meine Rosette ist schon... Dann bist du gleich wieder raus. Leute, wenn ihr anruft, schreit nicht, ja, wie wild irgendwie, als ob ihr abgestochen werdet. Und macht den Fernseher leise und ganz Radio wichtig, aus ihr und komplett anruft, alles. Ihr unbedingt den Fernseher, sonst gibt's Rückkopplung, ja? Ja, genau. Bitte. Hallo? Hallo. Ja, endlich mal hier die erste Lady. Hallo. Hallo. ich bin Jessie. Wer bist du? Jessie. Hallo, Jessie. Hallo, Jessie. Ich bin von King Belo, die Tochter. Ja, hey, das ist ja wunderbar. Welche Tochter bist du vom King Belau? Die mit die da... Nee, du bist nein, du nicht, die kleinere. Oder? Okay, naja, aber bei dir geht das ja auch schon. Noch ungeöffnet oder schon vorbei? Ungeöffnet. Noch ungeöffnet, ja. Korrekt. Mit King Belau sprechen? Nee, erstmal mit dir, erzähl mal. Deine Stimme ist so anregend. Was? Du, warte mal, Jessica, richtig? Ja. Jessica, dich kenne ich, da warst du so groß. Ui. Gut, wa? Jetzt bin ich größer. Jetzt bist du. Ich hab dich ja neulich gesehen beim Belau in der Platte. Ja. Na, da kamst du doch rein. Da hat Belau gerade wieder ein bisschen was. Weißt du? Ach so. Kannst du dich erinnern? Ach so. Hm. Das ist ja blöd, Jessica. Papa! Ja, gib mir mal deinen Papa, genau. Die können mich hören. Hören mich. Hol uns mal den King Belau ran. Ja, warte mal. So, was ist los hier? Ey, King Belau, was ist los? Ja, leck mich doch einmal. Ja, wie geht's dir denn alles senkrecht, Belau? Alles in Ordnung, ich hab gerade mit Damenkollektion früher. Was muss ihr abfressen? Was war denn das für ein Landesverräter mit der Hitlerstatue? Erzähl mal, wen meinst du? Ja, der ist von dem Kopf da abgerissen hat. Und dann, wisst ihr, wie blöde der ist, wo wir einreiten? Wir sind ja BFCer, wir sind ja Deutsche. Wisst ihr, wo wir einreiten? Und zwar reiten wir in dieser Neuköllner Kneipe ein. Wo die Wette Datum abgeschlossen wurde, meinst Welche du? Wette? Weil die haben gewettet, dass ja, der Kopf Max, abgerissen Max, wird. Ey, Max. Mit dem Typen? Warte doch mal ganz kurz, Belau, wir müssen kurz... Belau, warte mal. Kann nur einer reden und ich bin Ecke. Hallo, Belau, du sitzt ganz, ganz hinten im Zug, Baby. Du, was warum, Baby? Ich fahr gleich ganz nach vorne. Ey, ich komm gleich Lichterfelder Ring 112 und ein kriegst du richtig warme Ohren. Ja, ich bringe also, Russen-Alex mit, der macht dich Max, mit Messer. Max, Russen-Alex, du bist ruhig. Belau, ich mach weg mit der Rede. Warte ganz kurz, Belau, die hatten in Neukölln in irgendeiner Kneipe mit am ihm? Abend? Ja, Max, hör doch mal zu, wenn ich mit dir rede. Ja, Entschuldigung, ja. Du ziehst mich jetzt Schwein, du, ehrlich. Pass auf, jetzt kommt doch der Gag. Jetzt kommt doch
Zeitung, der zeigt sich in der Zeitung und schreibt noch hin, und die BZ schreibt noch, wie die Kneipe heißt. Hat er gemacht? Na ja, sicher, habe ich doch nicht gelesen auf Arbeit. Ich habe doch keinen Kreislauf gekriegt wieder hier. Ach so, verstehe. Das ist garantiert sowieso ein Werbegag. Für, wahrscheinlich für die Kneipe. Ja, pass auf, das Problem wird sein, dass irgendwelche deutsche Kameraden in diese Kneipe mal einwandern werden und sich mal schön ein Hocker nehmen werden. Das glaube ich nicht. Nicht zum Sitzen, weil die wollen da nichts trinken. Die wollen den Hocker über den Tresen pfeffern. Belau, das glaube ich nicht. Wie kann man Adolf Hitler seinen Kopf runterkloppen? Tja, das passt Übung. Also, das ist doch der Richtige. Belau, Übung, haben wir Russen schon immer gemacht. Ja, das passiert nochmal. Erstmal ernsthaft. Die Kneipe muss aufpassen, dass sie auseinandergepflückt wird. Das kann passieren, ja. Aber das ist ja, Belau, das war, man darf nicht den fremden Eigentum kaputt machen. Das ist, hast du vollkommen recht. Und 400.000 Euro kostet eine Puppe. 200.000 Euro. 200.000 Euro kostet die Hitler-Puppe. Also ich bin der Meinung, so viel Geld für so... Das gehört zu meiner Meinung nach, lieber Alex. Wir sehen ja immer meinungsmäßig auseinander. Meiner Meinung nach gehört diese negativ prominente Figur... Es ist nicht negativ, es ist Geschichte. Max. Das ist, du hast recht, das gehört leider zur deutschen Geschichte. Ja, weiter. Bruder Mirko hat mir neulich erzählt, dass im Panoptikum am Kudamm-Eck auch ein Hitler drin war. Na ja. Nein. Da waren sogar Fehlgeburten in der Horrorkabinett-Scheiße da. Seit Ende des Krieges, seit 60, 50, 60 Jahren. Das gehört nun mal dazu. Da können, die noch, der hat zwar nur Scheiße gebaut, aber die müssen den denn da schon drin lassen. Die müssen eine Scheibe vormachen. Ja gut, da müssen sie aber was anderes machen. Verstehst du? Er sitzt da, so als ob er gerade gesagt hat. Nein, er ist gebrochen. Er ist gebrochen. Ach, in den letzten Tagen haben sie extra gesagt, das Thema war... Genau, du bist doch wirklich das allerletzte, Alexander. Der war in seinen gebrochenen Tagen, haben sie ihn extra an seinem Tisch rangesetzt. Ich hab's in der Zeitung gesehen, habe. Guck mal, hey, Rute! Eine ganz ruhige Kugel schieben jetzt hier, du Jan. Er soll mich schieben, oder was? Bande, schön über Bande, ganz auf der Ruhe. Belau, schade, dass du endlich auflegen musst. Wieso? Belau ist ja jetzt Filmstar, haben wir gehört. Ja, haben wir schon gehört. Jetzt, ich bin aber RTL jetzt hier. Ich hab ja die Scheiße nicht mehr nötig hier mit dem OKB-Logo oder was. Als ob RTL mehr zahlen würde. Ja, ich bin schön mit Tommy Wosch gewesen, hier haben wir schön Drehaufnahme gehabt. Die Frage bleibt bloß weiterhin, wer ist Tommy Wosch? Wenn alle schweigen und einer lacht, dann hat der Max einen Witz gemacht. So, meine Süßen. Ja, ey, Chefkoch kennt den auch, diesen unwichtigen Radio. Tommy Wosch. Okay. Sicher, Tommy Wosch von Fritz kennt jeder. Also, ja, stimmt, der ist gut. Na ja, los. Du, also, aber der ist mir für, der ist mir hier, der Kutter ist mir viel lieber. Danke, danke. So, alle Süße, meine Süßen. Belau, sag mal, hörst du auch den Kutter gerne mal? Kutter höre ich auch sehr gerne, Das ist richtig geil. Also dagegen ist Woschen Schulmädchen. So, Belau, beste Grüße an deine Familie. Doch, da siehst du es doch, das ist Hitler in dem vorhin gebrochen. Die haben ihn doch extra negativ hingestellt und verloren auf verlorenem Posten. Das war's doch. Hätten die den da nun in großer Jubelpose, dann wäre das was anderes gewesen. Aber so, ich wette hier mit live im deutschen Fernsehen, sobald das Ding wieder aufgemacht ist, da können noch so viele Sicherheitsmaßnahmen kommen. Der war ja wohl der zweite Gast an dem Morgen. Der war jetzt rein, dem Sicherheitsmann vor den Kopf gehauen, dem anderen Sicherheitsmann vor den Kopf gehauen und den Kopf abgehauen. Aber trotzdem, Max. Ja, Belau, ganz kurz, kleine Bildungsfrage auch an dich, Belau, weil du bist ja mit dem IQ ganz weit hinten. Ja. Das Mädel soll ruhig sein, bitte. Du sollst ruhig sein. Richtig. Was wievielte Hitler-Attentat war das? Max, das war der dritte. Bei 1935 war Max Jungen Kabinett bei Madame Tussauds, gab es schon mal eins. 1935? Da stand er noch mit einer geh mal auf Bild.de, dann kannst du das sehen. Das war 35. Das 43. lieber. Ach, mein, du warst auf, Max, und ich sag dir, so ich rede mal wie Max, wie früher. Max, und ich sage dir eins, der Typ hat den Kopf. Der hat Kneipe ist bekannt, die Kneipe ist bekannt, in Hand hat die BZ heute abgedruckt, in welcher verfickten Kneipe der rumhängt, in Neukölln, und es ist ein Verräter und er wird besucht. Ja, das weiß man, deine Meinung. Von mir als erstes und ich schüttel ihm seine Hand. Total kann man süßer, ja. Okay, Belau, pass auf, wir können ja da hingehen in der Kneipe, schön auf ein Bierchen oder so, wa? Genau, ja, Belau haut einen rein in der Kneipe. Das sieht ja geil, wie er da hinrennt. Wie, hast du das da? Abreißt. Achso, ist gezeichnet oder wie? Ja, so als Ach, wie du so, Scheiße.